Ja, hallo, herzlich willkommen. Neue Folge Neverball am heutigen Donnerstagabend, kurz vor 7. Wir waren stehen geblieben bei den schweren Leveln, Level 14, und da war der Text: Keine Angst, der grüne Teil bewegt sich nicht. Der nicht, aber diese Plattform in der Mitte bewegt sich. Und das sehen wir natürlich jetzt hier, wie das aussieht. Ich glaube, das wird ganz schön. Da muss man ganz schön hinterher sein, um dort auf die Plattform zu kommen. 15 Münzen brauchen wir. Das sind, glaube ich, alle, die dort in der Mitte sind, würde ich auch mal behaupten. Ob das jetzt so stimmt, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Jetzt kommen wir einfach hier über die Kante. Bremsen, 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 bremsen. Aber hier hat man doch schon recht viel Zeit dafür, dass man hier eigentlich nur in der Mitte die Münzen einsammeln muss. Vielleicht reichen die auch gar nicht. Vielleicht sind das bloß 14 Münzen. Ich glaube, es sieht fast danach aus, oder? Nö. Die Zahl passt. Finde ich merkwürdig. Aber das ist gut. Das heißt, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, einfach zu warten, bis die nächste Plattform hier wieder rüberrückt. Ich glaube, dort rechts ist das Ziel. Ja, da ist das Ziel. Und jetzt haben wir die Chance. Wir müssen auf jeden Fall auf die hintere Plattform irgendwie. Und natürlich auch draufbleiben. Und so passt das dann. Uiuiuiuiui. Das war natürlich bitter. Hätten wir es fast geschafft. Aber dann mal gefailt. Sozusagen. Schade. Das war schon eine bittere Nummer. Jetzt haben wir hier durch. Crash. Halt, 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 halt. Ui. Auf den Punkt gebremst. Ich bin halt ein bisschen euphorisch. Ich habe auch keine Ahnung warum. Halt, 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 halt. Halt doch mal an, du Kugel. Sonst bin ich eigentlich eher ruhig, wenn ich spiele. Aber dieses Level ist eigentlich richtig genial. Es macht eigentlich Spaß. Finde ich jedenfalls. Das klingt jetzt auch mal direkt hier rüber zu rutschen. Bremsen. Und jetzt müssen wir auch im Gang, im Rollen bleiben, weil wir sonst nämlich jetzt halten. Und das haben wir schon im Ziel. Wow, das war einfach. Das war richtig einfach. Und jetzt gehen wir zurück auf Level. Okay, das sieht spannend aus. Lassen Sie sich von Ihrer Gier leiten. Wollen Sie noch mehr Herausforderungen? Dann versuchen Sie, alle Münzen zu sammeln. Dazu ist, müssen Sie nicht raten. Komischer Satz. Ich vermute, ich muss auf der Plattform, die bewegt sich, und ich muss einfach draufbleiben. Oder? Ach, das ist ja geil. Unsichtbare Plattform. Krass. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob man hier irgendwie runterfallen kann. Wir werden das mal ausprobieren. Kann man hier abkürzen? Ja. Also hier kann man doch runterfallen. Das ist ja, das ist richtig geil. Das ist cool. Ich hoffe mal, man hört das dann auch in der Aufnahme, weil ich hatte irgendwie Tonprobleme, dass das Mikrofon plötzlich deutlich leiser oft zu hören ist als der Ingame-Sound, obwohl ich eigentlich gar nichts verstellt habe. Also ich hoffe mal, man hört es. Ich mache natürlich in jeder Sendung vorher, in jeder Sendung, in jedem Film vorher einen Soundcheck, um sowas zu erkennen. Achso, wir brauchen auch richtig viel Münzen hier. Ich glaube, das müsste reichen. Mal richtig zurückrollen. Also wie gesagt, ich mache vor jeder Folge einen Soundcheck, um zu gucken, ob das so passt. Und da kann das natürlich. Und daher erkenne ich sowas recht schnell. Halt jetzt. Und konnte das entsprechend anpassen. Level 16. Ich glaube, es wird halt eine kurze Folge. Was ist das? So nah und doch so fern. Oh mein Gott. Ist nicht wahr. Oh. Ja, und daher, also wie gesagt, in jeder Folge mache ich vor jeder Folge mache ich einen Soundcheck, und daher kann ich natürlich erkennen, wenn es irgendwelche Probleme mit dem Sound gibt. Ich konnte hier ein bisschen gegenregeln. Ich hoffe, dass es geklappt hat am Ende in der Aufnahme. Und ja, das war auch das Level. Sowas zählt hier unter schwer. Das finde ich irgendwie merkwürdig. Level 17. Machen Sie eine Spritztour. Aber gerne doch. Ja, ist klar. So, es geht nach vorne. All out. Ready, set, go. Cool. Gefällt mir das Level, wie Münzen bei euch 20. Fallout. Ready,
müsst da mehr Gas geben auf die Plattform am Ende, so wie ich das sehe. Ja, bestimmt auch. Langsam vorrollen lassen und jetzt die Bremswirkung mitnehmen. Und jetzt einfach rüber. Na, es ist ja doch ganz schön schwer. Das ist jetzt ein Level, wo ich sagen würde, ja, das ist schwer, aber die drei Level, die hier, wir hier vorher gespielt haben, die waren ja eher ein bisschen, naja, ich sag mal, hätte man auch unter im mittleren Schwierigkeitsgrad machen können, durchaus nach vorne rollen, bitte. Aber, na gut, wir wollen uns ja nicht beschweren, nämlich ja trotzdem ein bisschen Action in diesem Spiel. Neverball, schönes Open-Source-Spiel. Link zum Download findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich glaube irgendwie neverball.com oder .org. Egal, unten einfach in die Videobeschreibung gucken. Da steht alles drin, was ihr wissen müsst. Ui, das war jetzt aber riesen Glück gehabt. Drei Münzen brauchen wir noch. Wo auch immer wir uns die einsammeln. Dann sind wir runtergefallen. Okay, also das Level ist definitiv in der Zeit machbar. Wenn man sich am besten einfach mal die roten hier alle einsammelt und dann hier hinten die blaue Münze und dann einfach rüber. Und dann wird das sich ausgehen. Dort hinten ist auch noch eine blaue Münze und dann muss man natürlich auch dort hinten dann zum Ziel die Kurve kriegen. Sag ich mal einfach so. Oh, jetzt haben wir die verpasst die Münze und ist dann runtergefallen. Okay, also. Weiter geht's. Wir haben erst 7 Minuten gespielt, knapp. Und haben schon 4 Level geschafft. Das war, glaube ich, in den vorherigen Parts noch nie der Fall, oder? Kann das sein? Ich merke mir das jetzt nicht so. Da war man ein bisschen übermotiviert, zu schnell und sind wir runtergefallen. Gut, vielleicht im leichten Schwierigkeitsgrad, aber im schwierigen Schwierigkeitsgrad. Die Level so schnell durchzuziehen. Na gut, die Level waren wie gesagt auch recht einfach und nicht irgendwie schwer. Das ist jetzt wieder ein richtig knackiges Level hier. Das verdient ja das Attribut schwer, ist meine Meinung. Halt. Gleich überziehen. Und da haben wir das Ziel freigeschalten und jetzt müssen wir nur noch hochkonzentriert hier ins Ziel fahren. Nein. Ui. Bitter. Absolut bittere Sache, meine lieben Damen und Herren. So. Also langsam habe ich hier den Dreh raus. Okay, den habe ich jetzt nicht raus. Der war gefailed, aber was soll's. Los, komm. Komm mal ran, Plattform. Und ab nach rechts. Die rote Münze hätte ich gerne. Oder auch nicht. Und ab dafür. Ja, es gibt ja von dieser ominösen Software Chem Studio, diese Open Source Aufnahmesoftware, jetzt irgendeine Version, eine neue Version 2.6. Da ist leider dieser 2 GB. Dateigrößen-Bug immer noch nicht gefixt. Finde ich eigentlich blöd für OpenTransfer Tycoon Deluxe. Aber ich habe einen Weg gefunden, wie man die defekten AVI-Dateien da reparieren kann. Das heißt, wir können jetzt auch mal Folgen am Stück machen, die 20 Minuten sind, ohne dass wir da einfach 2 Folgen irgendwie zusammenschneiden müssen, was ja dann sicher auch nicht so toll ist. Tja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wann geht's weiter mit OpenTransfer Tycoon? Werdet ihr euch jetzt sicher fragen? Das kommt natürlich auch wieder dran. Vielleicht, wenn wir hier mit dem schwierigen Schwierigkeitsgrad bei Neverball fertig sind. Oh, das war jetzt aber richtig Glück. Oi. Und das nächste Level ist Level 18. Senne, ceci, ne pas une pipe. Das ist irgendwie französisch und da hat man die Übersetzung nicht richtig hingekriegt. Oder vielleicht sollte es auch so sein. Ich probiere das Level einfach mal. Ich spiele es einfach mal an. Ui. Sieht schon mal sehr interessant aus. Man muss, glaube ich, irgendwie hier in die Mitte. Da ist man relativ sicher vom Runterfallen.
komm. Jetzt noch eine Münze. Und jetzt kann man irgendwie. Muss man jetzt hier an der Kante entlang. Und da haben wir gefehlt. Ready, set, go. Nicht schon wieder. Ob man hier mit dieser manuellen Kameraperspektive vielleicht besser kommt, ich weiß es nicht. Jedenfalls werden wir das natürlich auch nochmal probieren hier. Und juhu, und hinten wieder und zack. Life is a Halfpipe, oder wie auch immer man es nennen mag. Nein! All out, ready, set, go. Eigentlich heißt der Life is a Highway, ja, ne, von Tom Cochran. Kennt sich ja jeder das Lied, ganz bekannter Hit. Ganz bekannte Classic Rock Nummer, würde ich fast schon behaupten. Nein. Das Interessante ist ja hier hinten, wie ihr seht, muss man dann dort vor, man muss die ganze Röhre vor und dann dort, wo dieses so über, naja, wie sagt man, da gibt es bestimmt einen Fachbegriff davor. Dafür, da wo oben diese Kante kürzer ist von dem Rohr als unten, da muss man dann irgendwie rein. Hm, bleib oben, du verdammte Kugel. Ich probier mal was. Manuelle Perspektive. Oh, das war jetzt nicht so. Toll. Halt, jetzt muss noch rüber. Ne, ich glaube, das geht nicht. Das geht, glaube ich, nicht. Hier muss man schon die Verfolgungsperspektive nehmen. Um ja einigermaßen gut über die Runden zu kommen. Oder auch nicht. Ich sollte vielleicht eher links einhängen. Oder einfach den hier so drüber prügeln. Ja, das passiert auch nicht. Na gut, nur etwas Geduld. Wir werden das schon hier schaffen. Weil man hat hier nur eine sehr geringe, gerade Auflagefläche, sag ich mal, wo man hier überhaupt mit der Kugel entlang rollen kann. Verzeihung. So. Und jetzt. Hochkonzentriert. Halt. Zeitlich definitiv zu machen. Wie ich finde. Wobei ich diesen anderen Weg, der komplett hier links über diesen grünen Rasen geht, eigentlich in dieser Konstellation fast schon schwieriger finde. All out. Ready, set, go. Weil man muss da wirklich, ich sag mal, effizient jede Münze einsammeln, um auf die 40 Münzen zu kommen. Ich glaube, das geht. Bleib drüben. Ah, schade, dass man hier nicht zwischenspeichern kann. Aber dann wäre das Spiel, glaube ich, zu einfach. Ein gewisser Schwierigkeitsgrad sollte ja auch schon sein. Jetzt war ich hier zu schnell. Ja, was gibt's noch? Open Transfer Tycoon Let's Play wird auf jeden Fall weitergehen. Und da werde ich mir eine kleine Überraschung einfallen lassen, wenn wir das durchgespielt haben, die Welt, dann wird's ja eine kleine Überraschung geben. Da muss ich aber noch was testen, ob das überhaupt auch so funktioniert. Viel verraten werde ich natürlich nicht. Wenn das klappt, wäre es klasse, wenn nicht. Dann geht die Qualität von dieser Überraschung ein bisschen runter. Aber das ist eigentlich nicht so schlimm, finde ich. Schlimmer ist, dass ich ja die Kurve nicht kriege. Aber was ich ganz gut finde, ist jetzt, dass man halt bei Open Transfer Tycoon auch mal eine lange Folge machen kann. Vielleicht mal 20, 25 Minuten am Stück. Ohne, dass man irgendwie sich da sein Zeug zusammenschneiden muss. Ah, ich will die blaue Münze haben. So, jetzt langsam Schwung nehmen. Nein, und runtergefeuert.
den Dreh haben wir hier langsam aber sicher raus. Los, 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 mach dich rüber. Wie wir hier in der Mitte die Münzen kriegen, aber... Wir kriegen halt den Schluss noch nicht so effizient hin. Jetzt vielleicht. Vorsichtig. Nein. Juhu, zack. Und drei Münzen. Und jetzt guck mal hier. Ganz langsam und vorsichtig. Nein, 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 nein. Oh, da wir kommen immer weiter, wir kommen immer weiter. Ich versuche das jetzt einfach nochmal. Halt, halt. Na gut, liebe Leute, ich verabschiede mich einfach mal. Wir probieren das dann einfach in der nächsten Folge nochmal. Dann haben wir auch nur noch zwei Level im schweren Schwierigkeitsgrad. Und ich sage einfach mal bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.